seid ihr? Kunzari? Oh, bitte, Blut von Sars Geliebter. Für Freunde ist dieser einfach nur Sar. Nun, überquert den Jonelichtpfad und macht euch auf den Weg nach Drachenholm. Nicht runtersehen, nicht runtersehen. Was für ein Wunder. Achtet auf die Lücken zwischen den Sternen, teuerste Freunde. Sar fände es grässlich, wenn ihr stürzen würdet. Das Ende ist nah, teuerste Freunde. Man kann von hier aus schon fast Kalgrontids Gestank wittern. Das ist der Ort, wo die Schwelle des Hiers die Schwelle des Dorts berührt. Ja, sag. Portale. Man geht als Erster rein und kommt als Letzter raus. Sogar die Zeit ist widerborstig in der Nähe solcher Magie. Kommt, Königin Kamira und Nafalar sind dort vorn. Flog die Inselkönigin der Katzen. Wie erwartet hat Kalgrontid Fokuspunkte aus Äonensteinen errichtet, um seine Energie zu mehren. Gut gemacht, Nafalar. Ich bin froh, dass ihr euch entschieden habt, zur Insel zu fliegen, sobald die Ägis fiel. Was in Anekina begann, endet am Himmel über Pelitine. Ich spüre Macht. Einen unermesslichen Vorrat, der sich im Herzen der Insel aufstaut wie ein Sturm, der sich zusammenbraut. Kalgrontid ist kurz davor, sein schreckliches Ziel zu erreichen. Zum Glück war Nafalar weitsichtig genug, uns hier zu treffen. Harm. Ich habe da eine Vermutung. Nafalar sagte uns, dass es Fokuspunkte gibt. Äonensteine, die an Schlüsselorten auf der Insel aufgestellt werden. Wenn wir den Energiefluss durch diese Fokuspunkte stören können, könnte das Kalgrontids Aufstiegsritual aufhalten. Wenn Abnurtan bei uns wäre, hätte er eine magische Lösung. In seiner Abwesenheit sehe ich nur einen Weg. Wir müssen die Äonensteine zerstören, aus denen die Fokuspunkte bestehen. Ich bezweifle, dass Kalgrontid sie ungeschützt zurückgelassen hat. Seid bereit für einen Kampf, Fünfkralle. Maskenträger, nehmt die Maske von Alkosch und erfüllt sie mit der Energie der Kreaturen des dunklen Äons. Sie wird euch und die anderen vor meinem Feuer beschützen. Des dunklen Äons tötet, strahlt eure Maske vor Macht.
Sonnensteinsplitter. Zerstört ihn!